Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich endlich Post bekommen. Ich habe das Paket heute Morgen schon gehabt und ich war hin und weg. Und zwar ist bei mir heute der Masterverse Snoutspout angekommen, der Feuerwehrmann Eternias von Mattel Creations. Total geiles Teil. Also ich habe den Snoutspout die ganze Zeit schon entgegengefiebert und als ich die ersten Bilder gesehen habe, boah, der sieht so geil aus. Was ich allerdings auch gesehen habe bei manchen, in den USA, da sind bei denen schon die Arme abgebrochen. Ich hoffe, dass das natürlich bei meinem nicht passiert. Das wäre ziemlich Schitte. Jo, auf jeden Fall nicht wundern. Ich habe ihn schon mal rausgeholt. Ich musste einfach sehen, wie er aussieht. Also der Snoutspout. Ja, der Snoutspout wird geliefert in so einem Umkarton, in so einem Mailer. Und ja, wie es immer so ist. Made in Vietnam. Aber das interessiert uns auch nicht. Weil uns interessiert das, was da drin ist. Und das hat es wirklich in sich, Leute. Es ist nur ein bisschen schwierig, die Verpackung hier rauszubekommen, weil das ist. Da passt kein Finger rein. So, jetzt haben wir es. So, die packe ich mal eben an die Seite. Und ich muss immer wieder staunen. Snoutspout steht da, Hintergrund sind irgendwelche Schlangenmonster. Total geil, geil, ey. Also so sieht die eine Seite der Verpackung aus. Ich hoffe, das blendet nicht zu sehr. Ich mach mal so. So sieht die eine Seite der Verpackung aus und die hat es wirklich in sich. Die gucken wir uns auch gleich wie immer im gewohnten Stil in der Nahaufnahme an. Dann geht das Artwork hier komplett rum. Das zeige ich euch gleich nochmal alles genau im Detail. Und das Bild, das sieht total geil aus. Guckt euch nochmal die Augen an. Guckt euch nochmal alles. Eine dynamische Pose und dann diese roten Augen. Och. Ist ja so leuchtend. Das wirkt nur so rot wegen dem ganzen Drumherum. Hat er seine Axt in der Hand. Mein Gott. Altersempfehlung ab 6 Jahre aufwärts. Der Snoutspout, der ist auch nicht zugeklebt oder so. Aber das gucken wir uns gleich an. Den werde ich jetzt nicht aufmachen. Ne? Da werde ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Hier oben habt ihr den normalen Masterverse-Schriftzug, wie gehabt. Und auf der Unterseite, das interessiert uns jetzt weniger, jede Menge Verbraucherhinweise. Und die Verpackung, die ist so am Glänzen. Das reflektiert hier das ganze Licht. Das ist der Wahnsinn. Dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns erstmal die Verpackung im Detail an. Und hier seht ihr die Verpackung von Snoutspout. Ganz oben Masters of the Universe New Eternia. Originaldesign inspiriert von klassischem Konzept. Da seht ihr Snoutspout, wie er da steht, auf seiner Axt angelehnt. Unten seht ihr noch ein Skelett, was da rumliegt. Und im Hintergrund sind da noch irgendwelche Schlangenmonster. Richtig geil. Unten links Mattel Creations. Ich finde, den Snoutspout hätte man nicht besser machen können. Vielleicht ist es auch Schwärmerei, aber ich bin von dieser Figur absolut begeistert. Auf der anderen Seite der Box seht ihr noch eine dynamische Position von Snoutspout, wie er auf einen zuläuft, die Axt in der Hand. Ach, das sieht einfach cool aus. Feuer im Hintergrund, der ist ja auch der Feuerwehrmann Eternias. Das sieht einfach geil aus, diese glühenden Augen, dieser metallische Kopf. Wahnsinn. Oben rechts Altersempfehlung ab 6 Jahre. Unten links das Mattel Creations Logo. Und wenn ihr das dann weiter dreht, könnt ihr das Artwork noch weiter bestaunen. Das geht quasi einmal bis zur Kante um die Packung herum. Dann seht ihr hier noch ein paar brennende Sachen. Sieht aus wie so ein Waffenhalter, wie so ein Waffenständer, der am Brennen ist. Und hier geht das auch noch mal rum. Hier ist ein Schlangenmonster. Wenn ihr das so aufklappt, dann könnt ihr das Artwork noch ein bisschen größer bestaunen. Und wenn ihr das so aufklappt, könnt ihr das Artwork noch größer bestaunen. Sieht das nicht geil aus, meine Freunde? Und da sieht man auch, auf wen der Snoutspout zuläuft, auf das Schlangenmonster. Wer weiß, wer da noch auf ihn wartet.
Ja, Leute, jetzt habt ihr die Verpackung gesehen. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man den öffnet. Es ist nichts Wildes. Man kann die Verpackung öffnen und schließen, wie man gerade Bock hat. Und zwar wird das einfach hier so hochgeklappt, ganz vorsichtig natürlich. So, und dann kann man das so öffnen. Die Innenseite von dem Deckel ist in einem Schwarz gehalten und dann habt ihr nochmal ein extra geiles Artwork auf der Innenseite. Das erinnert so ein bisschen unter anderem an die Dark Lin und an den Vicron, den ihr auch auf meinem Kanal noch sehen werdet. Dann habt ihr das Artwork hier, das könnt ihr so rausnehmen. Und das kann man dann aufklappen. Und da bin ich wirklich versucht, das irgendwie einzurahmen. Das ist natürlich, weil das so am Glänzen ist, das ist richtig schwierig, das euch so zu zeigen. Ich hoffe, man erkennt es. Gleich an der Aufnahme seht ihr nochmal mehr. Auf dem anderen Bild hier habt ihr Lady Slither, dann habt ihr den Schlangenthron und King Hiss. Beides als Statuen. Das sieht auch richtig geil aus. Also das gefällt mir echt gut. Wahnsinn. Vor allem der sieht nicht so, ja, wie sage ich das, der sieht nicht so cartoonmäßig aus, sondern da ist alles so mehr so düster gehalten. Bei den ganzen Artworks hier vom Snoutsbaut, die Figur selbst und alles. Und das gefällt mir richtig gut. Das ist nicht so hier so comic-mäßig, ne? Das ist richtig so, ach, geil, ey. Naja, jedenfalls, so steht die Figur in der Verpackung. Die ist wieder mit solchen Hanfbändchen befestigt. Da ist auch extra Papier um den Rüssel, damit sich da keine Abnutzungsspuren bilden, wenn er an dem Pappkarton da dran reibt. Und hier unten habt ihr noch Zubehör, wie es halt, wie gesagt, bei anderen Figuren auch der Fall war. So, dann könnt ihr die Figur ganz einfach herausnehmen. Die ist an diesem Stück Pappe hier festgebunden. So sieht das Ganze aus, wenn ihr den Snoutsbaut erstmal aus der Verpackung holt. Und durch den schwarzen Hintergrund, finde ich, durch den schwarzen Hintergrund, da wirkt der noch geiler. Da kommt der noch besser zur Geltung. Ich hoffe, er ist auch so von der Qualität, wie er von der Optik ist. Also rein optisch bis jetzt, geil. Wahnsinn. So. Und hier gibt es ja auch kein Geknister, deshalb brauche ich hier keinen Schnitt machen, weil das ist ja kein Plastik, sondern das sind alles Hanfbänder. Die könnt ihr einfach durchschneiden, boom, weil einpacken oder mit dem Bändchen befestigen werde ich ihn sowieso nicht mehr. So, die habe ich jetzt durchgeschnitten und schon ist das Unboxing fertig. Nein, Quatsch. Ich muss mal eben gucken, damit ich hier keinen Farbabrieb habe an der Figur, weil die auch so zum Teil unter der Arme sind und durch die Rüstung durchgehen. Man will ja vorsichtig sein, ne? Man will ja auch, dass das nicht kaputt geht. Ich muss das hier nochmal abschneiden. So. Dann schneide ich das auch nochmal ab. Dann mache ich das erstmal so. So. Da ist die Figur. Das Papier machen wir auch ab. Das ist einfach nur so drum gelegt. Das ist noch nicht mal drum gebunden. Juckt die Nase. Nur hier am Arm muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nämlich oben im Schulterbereich, ist das hier sehr stramm drum. So, das haben wir draußen. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, alles klar. Jetzt haben wir die Figur ausgepackt. Also, was ich gesehen habe, so auf Bildern, dass der im Ellenbogenbereich gebrochen war. Bei allen denen, die ich da gesehen habe auf den Fotos. Deshalb habe ich so ein bisschen Bammel gerade. Man kann seine Stoßzähne übrigens auch bewegen. Das finde ich auch cool. Die kann man ausrichten, wie man gerade möchte. Der hat richtig schöne. Also der Helm von ihm, Wahnsinn, ey. Boah, was eine geile Figur. Selbst der Stand ist geil. Selbst der Stand. Ja gut, die rosanen Handschuhe, die wirken ein bisschen befremdlich, finde ich. Die hätten eher rot sein müssen. Aber alles in allem ist diese Figur verdammt cool. Ich schwafel schon wieder und schwärme schon wieder. Also so sieht der Snoutsbaut aus, wenn er ausgepackt ist.
Ihr seht, hier ist eine Scheibe vorne, wo die Augen sind. Und diese Scheibe, wenn ihr es erkennen könnt, ansonsten gleich in der Nahaufnahme, oben auf dem Kopf ist auch durchsichtig. Ist auch eine Scheibe. Und das ist quasi durchgehend, glaube ich. Boah, der sieht richtig cool aus. Da habt ihr... Ja... Was soll's, ich werde es jetzt versuchen. Da, wo bei den anderen der Snoutspout gebrochen ist, an den Ellenbogengelenk... Ich gucke jetzt einfach. Ja. Ja, ich muss zugeben, das Ellenbogengelenk, das sitzt verdammt feste. Aber nur bei seinem rechten Arm. Der linke Arm, den könnt ihr bewegen, wie ihr wollt. Man merkt auch die Rasten, das ist gut, aber der ist so leicht gängig. Hier passiert gar nichts. Ich konnte ihn gerade bewegen, aber ich habe schon gesehen, wie dieses Gelenk, der Stift, der die einzelnen Teile zusammenhält, der wollte schon nicht so mitgehen, wie ich den Arm hier bewegt habe. Müsste ich vielleicht mal ein heißes Wasser einlegen oder so. Vielleicht bringt das ja was. Der Rüssel hat auch ein paar Gelenke drin. Könnt ihr auch so nach unten machen oder halt so. Aber das war es dann auch schon. Also er ist jetzt nicht unendlich beweglich. An sich eine sehr geile Figur. Die Stiefel sind auch schön. Schön feste. Also so feste zumindest, dass die Figur in der Theorie stehen könnte. Ich muss ihn nochmal richtig ausrichten. Ja. Ich denke mal, die Gelenke, die müssen alle einmal kurz bewegt werden. Da, das knackt dann einmal und dann ist das Gelenk auch schon viel geschmeidiger. Am Oberschenkel zum Beispiel. Nur mit dem Arm, da würde ich vorsichtig sein. Der macht auch richtig was her. Boah, geil, ey. Damit er nicht kaputt geht, während ich hier rumfummel, lege ich ihn jetzt erstmal hin. Und jetzt werde ich erstmal die kleine Box anschauen. Da ist nämlich das Zubehör drin. So, ich mache das jetzt eben mal zu. So. Ganz unten im Fußbereich habt ihr eine kleine Box. Da steht drauf Snoutspout. Ne? Und dann Heroic Water Blasting Firefighter. Also der Feuerwehrmann Eternias. Dann habt ihr hier oben einen ganz normalen Masterverse-Schriftzug wieder drauf. Wie gehabt. Auf der Rückseite seht ihr, was hier drin sein muss. Da bin ich mal gespannt, ob das auch drin ist. Da seht ihr das ganze Zubehör. Gut, dann machen wir das mal auf. Das ist auch nicht verklebt. Das kann man auch einfach wieder zumachen, wie man gerade Bock hat. So. Man kann die Box hier schön auseinanderklappen. Das sieht auch geil aus. Hier ist angedeutet, wie viel Wasser in seinem Rucksack sein sollte und ist. Das sieht schon richtig cool aus. Guckt mal. Unterschiedliche Füllstände davon, von den Anzeigen. Ist auch schön am Glänzen. Dann habt ihr da zwei Schläuche. Und die sind wirklich flexibel ohne Ende. Mit zwei runden Anschlüssen und zwei Steckverbindungen. Da muss ich gleich mal selber gucken, wo die jetzt überhaupt genau hinkommen. Dann habt ihr eine sehr, sehr große Axt mit schönen Gebrauchsspuren mit dran. Gefällt mir richtig gut. Ja, und dann habt ihr noch hier drin ein kleines Tütchen. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt extra verpackt ist, aber lassen wir uns mal überraschen. So, was haben wir da drin? Ha! Geil. Also, da drin habt ihr, das ist jetzt nicht so spektakulär, zwei Fäuste. Die zeige ich euch jetzt nicht im Detail, es sind halt Fäuste. Er hat zwei Greifhände in der normalen Version oder in der Auslieferungsversion. Dann habt ihr hier wieder einen Schlauch. Da muss ich gleich selber erstmal gucken, wo der drankommt. Der ist auch komplett flexibel. Und dann habt ihr einen angedeuteten Wasserstrahl. Das ist ja geil. Und der ist auch richtig schön hergestellt. Guckt mal. Könnt ihr das überhaupt erkennen bei dem Licht? So leicht blau gehalten. Ich denke mal, der wird hier in den Rüssel reingesteckt. Kann ja eigentlich nur, ne?
Das ist ja geil. Das sieht geil aus. Guck mal. So sieht das Ganze aus, wenn das hier dran ist. Das kommt in echt wahrscheinlich viel besser rüber als jetzt in dem hellen Licht. Mega cool. Das gefällt mir verdammt gut. So, dann gucken wir erstmal, wie das Ganze jetzt hier anzuordnen ist. Gut, die Schläuche sind selbsterklärend. Ah, ja, ja, alles klar, ich weiß schon. Ein Blick auf das Artwork und mir war es gerade nicht so ganz klar. Jetzt weiß ich, wo die Schläuche hinkommen. Ich muss aber vorsichtig sein hier, damit mir nichts kaputt geht. Also die ersten beiden Langschläuche werden unten in die Unterseite gesteckt von dem Tank. Und der andere wird natürlich logischerweise dann oben reingepackt. So. Das ist ja eine Masterverse-Figur, das ist ja, ne, da kann man ja kein Wasser mit spritzen. Aber ich finde das ehrlich gesagt viel geiler, als wenn da jetzt Wasser, wirklich Wasser rauskäme. Das finde ich richtig klasse. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wird der Tank am Rücken befestigt. So wie es aussieht, wird er nur dran geklipst. Ja, er rastet dann ein. Das ist super, dann kommt das hier in seinen Kopf rein. Also es ist wirklich schwer, das da reinzubekommen. Aber wenn es einmal dran ist, dann ist gut. Jetzt guckt er natürlich ein bisschen mehr nach unten, klar, weil der Schlauch natürlich dann nach unten drückt. Das ist ja normal. Jo, hier vorne wird das einfach nur so leicht eingeklipst an seinem Gürtel und dann habt ihr richtig so ein Barometer, denke ich mal, ist das. Da könnt ihr den Druck wohl anpassen. Sieht schon geil aus, ey. So, guck ich mal. Und dann, boah, geiles Dingen. Wie hat er die? Gebe ich ihm mal die Axt in die Hand. Ja, die Axt kann er auch sehr gut halten. Mein Gott, ist das eine geile Figur. Wenn ich den jetzt noch richtig ausrichte hier mit Kniegelenk, boah, die Kniegelenke sind richtig stramm. Geil, ey. Ups, mein Mikro. Wow. Das ist mal eine geile Figur. Die Ohren kann man übrigens auch nach außen klappen, sehe ich gerade. Geil. Das ist eine geile Figur. Also ich freue mich richtig auf die Nahaufnahme gleich, damit ihr das hoffentlich auch erkennen könnt. So sieht der Snoutspout jetzt komplett aus. Ihr seht vorne den Wasserstrahl an seinem Rücken, an seinem Rüssel. Nicht Rücken. Hier seht ihr die Axt in der Hand. Dann seht ihr hier die Schläuche, die gehen an den Gürtel dran vorne. Ihr seht das Barometer hier. Ich denke mal, das heißt so. Hoffe ich. Da kann man den Zeiger auch verstellen. Und von der Rückseite sieht er so aus. Die gehen da rein. Oben geht der eine Schlauch dann wieder, wie bei der Origins-Figur im Grunde, nur ohne Funktion, geht dann in den Kopf rein. Jo. Also, der macht mich gerade echt fertig. Ganz klare Kaufempfehlung. Also, wenn das nicht mit dem Arm wäre, was komischerweise bei mir auch ist, aber wie gesagt, ich probiere es mit heißem Wasser. Geiles Teil, ey. Geiles Teil. Wahnsinn, ey. Okay, jetzt sehen wir uns erstmal die Figur ganz genau in der Detailaufnahme an. Viel Spaß. Wenn ihr die Packung öffnet, kommt euch direkt ein Bild entgegen, was den Snoutspout in derselben Optik zeigt wie vorhin auf der einen Seite. Das Ganze ist hier schwarz gehalten, die Verpackung. Und das hier ist wieder ein Bild, was da so eingesteckt ist. Das kann man herausnehmen. Und dann kann man, wie ich es gerade mit der Verpackung gemacht habe, das Bild nochmal richtig schön aufklappen. Hier sieht man es sogar noch besser alles. Snoutspout spritzt mit seinem Schlauch gegen die Schlangenmonster und hält seine scharfe Klinge, seine Axt hier, den ganzen Monstern entgegen.
im Hintergrund das Feuer zu sehen. Wahnsinn. Und dann habt ihr noch so ein paar Skulpturen hier, so ein paar Schlangenskulpturen, da kommt Lava rausgeflossen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das sieht richtig genial aus. Wenn ihr das Ganze dreht, das finde ich auch absolut geil. Wenn ihr das Ganze dreht, ich hoffe, das blendet nicht allzu sehr, dann seht ihr links eine Skulptur von King Hiss stehen, in der Mitte den Schlangenthron, rechts eine Skulptur von Lady Slither und im Hintergrund ein paar Flugsaurier. Wie kann man nur so geile Artworks machen? Wahnsinn! Wie findet ihr das? Haut es mir gerne in die Kommentare. Ist auf jeden Fall ein schönes Detail. Ja, wenn man das dann wegnimmt, seht ihr Snoutspout selbst in der Verpackung. Er ist mit so diesen Hanfbändchen da festgebunden. Ich finde es auch schön, dass der Rüssel geschützt ist. Könnte man jetzt auch falsch verstehen. Ich finde es schön, dass der Rüssel geschützt ist. So kann da kein Abrieb dran kommen, wenn der da an der Pappe dran anliegt. Da haben die wirklich mitgedacht. Ich kann diese Figur wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr die Figur herausnehmt, das könnt ihr hier, das machen wir gleich zusammen, dann ist sie einfach nur so in der Pappe gesteckt. Und hier unten in dieser kleinen Box ist wie immer sein Zubehör drin. Dieser kleine Karton, der unter dem Snoutspout steht, da ist quasi sein Zubehör drin. Wenn ihr das so dreht, da könnt ihr auch das sämtliche Zubehör sehen. Da ist die Axt drin, dieser kleine Schlauch, der von seinem Tank in seinen Kopf geht. Zwei geballte Fäuste sind da als Tauschhände, sein Tank selbst, zwei lange Schläuche und, was ich cool finde, dieses Aufstecksystem, was das Wasser darstellen soll, was übrigens sehr, sehr cool aussieht. Ansonsten ist da nicht viel zu sagen. Auf der Oberseite der Masterverse-Schriftzug, wie gehabt, und ansonsten ist da nichts mehr drauf. Jetzt kommen wir zum Snoutspout ausgepackt. Wie ihr seht, hat der Kopf und der Rüssel, generell sein ganzes Oberteil oberhalb des Halses, ist in so einem Metallic Look gehalten, in so einem glänzenden Metallic Look. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das steht ihm auch. Also es wäre nicht so geil gewesen, hätten sie den matt gemacht. Aber so, alle Achtung. Er hat eine Öffnung, eine Platte sozusagen am Hinterkopf. Da schimmert das Licht durch und ich demonstriere das mal kurz. Dann leuchten nämlich seine Augen so klein wenig. Ich hoffe, man sieht's. Und ich hoffe, es kommt gut rüber, so wie es in echt wirkt. In echt sieht es auf jeden Fall richtig geil aus. Das ist ein nettes Detail, denn je nachdem, wie das ausgeleuchtet ist, sieht das so aus, als würden seine Augen glühen. Ja, ansonsten kann man sehr viel zu dieser Figur übrigens sagen. Denn sie ist in jeder Hinsicht sehr gut gemacht, wie ich finde. Was mir positiv an dieser Figur aufgefallen ist, vor allem, ist dieser Aufsatz, der aussieht wie Wasser. Das ist richtig geil gemacht. Das sieht wirklich aus wie Wasser. Ich hoffe, es kommt auf der Kamera so rüber wie in echt. Der Rüssel, der hat ein paar Gelenke. Er ist jetzt nicht ohne Ende biegbar, aber man kann ihn so runter machen und man kann ihn auch so nach oben hinstellen. Vor allem die Figur steht. Sie hat einen richtig schönen festen Stand. Die Stoßzähne hier oben, die lassen sich bei Bedarf auch hin und her bewegen. Ich weiß zwar nicht, wieso das so ist, aber besser, es ist so, als wenn es nichts gehen würde, ne? Ja, die Axt, die hat ein paar Kerben hier drin, das sollen Gebrauchsspuren darstellen. Und ich muss sagen, das macht ordentlich was her. Der Tank wird an der Rückseite einfach eingesteckt. Das soll hier das Wasser symbolisieren, den Wasserstand. Das habe ich so in der Form auch noch nie gesehen. Ich muss sagen, geil gemacht. Wie ihr seht, gehen die Schläuche, die auch in einem Metallic Look gehalten sind, die gehen da beide raus und gehen dann oberhalb an seinen Gürtel dran. Der Schlauch oben, der kommt aus seinem Tank heraus und wird einfach in den Kopf gesteckt. Der Snoutspout hat einen orangenen Ganzkörperanzug mit dunklen Stiefeln.
helle, fast schon pinke, aber ich würde eher sagen hellrote Handschuhe. Dann hat er rote Schulterpolster und eine blaue Hose. Generell ist das aber sehr cool gemacht. Wie vorhin schon erwähnt, sieht so diese, ich nenne sie mal diese Plastikscheibe aus. Das ist komplett ausgehöhlt und durchsichtig und das geht bis zu den Augen hinunter. Der Snoutspout hat sogar Gelenke an seinen Ohren. Also ich habe die Ohren jetzt so, aber man kann sie auch bei Bedarf so einklappen. Gefällt mir persönlich jetzt aber nicht so gut, also ich werde ihn wohl mit ausgeklappten Ohren hinstellen. Generell ist der Snoutspout vom Gesicht her, finde ich, sehr schön gelungen. Dann habt ihr hier sein Barometer. Das ist sogar, ich hoffe man sieht es, ich drehe seinen Kopf mal kurz zur Seite. Das Barometer kann man auch verstellen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ist zwar nur eine kleine Spielerei, aber es macht den Gesamteindruck aus, ne? Diese Figur hat einen, wie ich finde, perfekten Paintjob. Also ich persönlich, ich kann hier nichts entdecken, was mich irgendwie stören würde. Die Schläuche hier, die sind jetzt nicht gerade fest, aber die Figur ist ja auch im Grunde nur zum Hinstellen und nicht zum Spielen. Für mich sind die Schläuche aber fest genug. Die sind auch sehr, sehr biegsam, also das ist kein Hartplastik. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt im Grunde. Und die haben diese Öse, dann werden die einfach hier auf den Pin aufgesteckt und fertig. Generell ist die Verarbeitung sehr, sehr gut bei der Figur. Die Gelenke sind alle fest, aber nicht zu fest. Den Arm kann man sehr gut bewegen. Das Einzige, wo ihr aufpassen müsst, das ist ja genau diese Stelle, die bei den USA-Bildern immer zu sehen war, wo der Arm abgebrochen ist. Und zwar ist das an seinem rechten Arm hier beim Ellenbogengelenk. Dieses ist sehr schwergängig. Man kann es bewegen, wenn man gleichzeitig hier seinen Oberarm festhält und dann ganz vorsichtig den Arm bewegt. Ich möchte das jetzt lieber nicht machen, bevor ich ihn in heißes Wasser eingelegt habe. Ich weiß nicht, warum es so ist. Das ist scheinbar bei dieser Figur eine Schwachstelle. Mich persönlich stört es nicht, da ich ihn so gerne hinstellen möchte. Aber ich werde es definitiv mal ausprobieren, ihn in heißes Wasser zu legen, um dann zu gucken, ob das was bringt. Wenn nicht, mich stört es nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Figur so findet. Und da bin ich echt mal gespannt. Was ich jetzt gerade sehe und jetzt nochmal bei der Nahaufnahme ausprobieren möchte, er hat eine scheinbar eine Halterung hier. Und dann werde ich mal gucken, ob hier die Axt reinpasst. Und tatsächlich, man kann die Axt hier, wenn man es möchte, an seinen Tank seitlich befestigen. Das ist doch mal eine coole Sache. Ich werde ihm die wahrscheinlich lieber in die Hand geben, aber mal ehrlich, ich habe das gerade nicht gesehen. Also Leute, achtet drauf. Sehr, sehr toll gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die so reinpacken will. Man kann die natürlich auch andersrum reintun, vielleicht so. Das ist ja jedem selbst überlassen. So kann man es auch machen. Sieht aber ein bisschen komisch aus, wie ich finde. Und wir wollen ja nicht, dass der Snoutspout sich ins Ohr schneidet. Auch die ganze Qualität von der Figur, die überzeugt mich maßlos. Aber wahrscheinlich ist das nur übertriebene Schwärmerei von mir. Ich bin auf jeden Fall hin und weg von der Figur. Und jetzt, wo ich die Axt hier nicht habe, in dem Arm werde ich dieses Gelenk hier nochmal bewegen. Ihr seht, wenn ich drücke extra mit meinem Daumen hier dran. Jetzt geht es schon leichter. Gerade ging es sehr schwer. Jetzt geht es schon wesentlich leichter. Also ich denke mal, wenn man es ein bisschen bewegt, brauche ich es noch nicht mal in heißes Wasser einzulegen. Ne? Da. Mein Snoutspout ist also völlig in Ordnung. Gott sei Dank. Geile Figur. Ja Leute, wie findet ihr den Snoutspout der Masterverse Line von Mattel Creations? Also, meine Meinung ist, Verpackung top. Optik der Figur top. Und die Figur selbst, bis auf den kleinen Makel, wo das ein bisschen schwergängig geht an seinem rechten Arm, auch top.
Also Paint Shop ist top. Alles ist an dieser Figur top. Bei mir ganz klare Kaufempfehlung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und haut mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch den auch geholt habt und wie ihr den so findet. Das ist ja nur meine Meinung, wie ich den hier empfinde. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Haut es mir gerne rein und lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video bald wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.